Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zurück zu Keplers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe in der letzten Folge noch ganz zum Schluss, also nachdem ich mich von euch verabschiedet habe, hier so ein bisschen den Wald abgeholzt, zu einem großen Teil. Noch nicht alles fertig gemacht, aber ich dachte so, wenn du 10, 15 Minuten oder was nur mit Ressourcen sammeln verbrauchst, dann ist das halt schon echt super viel Zeit. Ne? Und wir wollen ja eigentlich möglichst viel vom Spiel sehen und möglichst viel ausprobieren und neue Sachen entdecken. Wir waren noch nicht im Untergrund, da müssen wir auf alle Fälle demnächst mal hin. Und von daher, ne? Und ich denke, es gibt so viel mehr, was man einfach noch zeigen kann. Ich wollte jetzt da mal gucken, wir haben nicht ganz so viel Geld, aber vielleicht haben wir Glück und wir finden für wenig Geld ein Halsband. Also ich glaube, man kann das in dieser Hauptzentrale kaufen. Da müssen wir aber mal schauen. Also man hat ja jeden Tag so ein bisschen ein anderes Angebot. Das gucken wir jetzt dann gleich mal. Denn tatsächlich sind wir mit einem Pony ein bisschen schneller. Und deswegen möchte ich eigentlich mal gucken, ob wir vielleicht Glück haben und dann relativ schnell was finden. Ach schade, Schmerzmittel, Essen. Leider nichts von dem, was wir wirklich gebrauchen können. Okay. So, guck mal. Achso, Technologiegießerei. So, was für eine gefährliche Technik. Ich muss sie vorsichtig studieren. Wir können versuchen, den Rahmen und die Hülle des Raumschiffs mit ihnen zu verstärken. Genau, jetzt können wir nämlich die Chemiebank benutzen. Dafür brauchen wir aber dieses Primordium. Das muss ich jetzt dann nochmal holen gehen. Aber leider ist es dann eh nicht. Müssen wir noch ein bisschen rumlaufen, ne? Jetzt lassen wir mal gucken. Ich packe das mal eben damit dazu. So. Da. Das nehmen wir dann nämlich mit, ne? Habe ich hier noch ein paar Möbel drinnen? Ja, guck mal, das schmeißen wir da nämlich. Das habe ich vergessen. So, dann bauen wir uns das einmal. Und dann schauen wir noch mal ein bisschen weiter, ne? So. Chemiewerkbank. Das ist ziemlich cool. Oh ja, gucke mal, was da jetzt alles kam, ne? Gucke ich mir gleich nochmal genauer mit euch an. Stelle einen Replikanten mit der Replikanten-Inkubation im Schifflabor her. Das ist alles noch recht schwierig. Stelle am Amboss Treppen aus einem beliebigen Material her oder frage in den Bergarbeitern, ob sie dir einen Lift herstellen. Ein Goblindorf finden. Okay. So, ich stelle ihn jetzt mal hier hin. Verstärkungsbrunnen. Wird benutzt, um Gegenstände mit Metalllegierungen zu verstärken. Ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. Ist jetzt aber auch nicht ganz so. Wir brauchen für die hier brauchen wir Monsterfleisch. Ich glaube, davon habe ich jetzt leider tatsächlich gerade nichts einstecken, ne? Ach, schade, schade. Na gut, müssen wir so machen. Die nehmen wir mal mit. Die Bandagen nehmen wir mal mit. Wir wollen jetzt dann nämlich eigentlich noch mal ein bisschen weiter gucken. Wir haben ja doch noch eine ganze Menge zu erforschen. Hier ist noch das infizierte Dorf, das wir leerräumen können. Ich hätte aber gern noch mal irgendwie ein weiteres Portal. Da könnte eins sein. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber es ist irgendwie so, ich habe sonst schon mehr Portale gehabt. Und ich glaube schon, dass wir noch mal ein bisschen was brauchen, damit wir uns einfach auch ein bisschen schneller fortbewegen können. Oh, schön. Gucke mal, wie viele Eier. Die nehmen wir alle mit. Ja, genau. Jetzt haben wir nochmal zwei Küken. Ne, das ist gut. Hier werden wir mal ein bisschen Geld einsammeln. Da sind zwei Leute. Na? Genau. Das ist auch voll. Sehr schön. Und dann werden wir denen mal ein bisschen Spaß noch gönnen. Ah, sehr schön. Gucke mal. Super. Haben sie da schon? Nee, noch nichts gekauft. Ist aber nicht schlimm. Da kommen sie dann schon noch zu. So. Wichtig ist, dass sie hier ihr Bad haben, ne? Das brauchen die Leute. So. Okay. Wir werden dann auf alle Fälle noch ein paar neue Häuser dazu bauen und sowas. Das soll alles auf alle Fälle noch erfolgen. Ich will nur schnell mal ein bisschen mich umschauen. Oh, guck mal, da können wir ein bisschen Rührei nochmal herstellen. Das ist auch nicht schlecht. Das Ei können wir damit reinpacken. Okay, so.
Ich habe Hunger. Okay, wir brauchen also definitiv noch mehr Fleisch, ne? Mal gucken, wenn ich jetzt den Salat nehme, dann können wir zumindest ein bisschen Fruchtsalat herstellen. So. Ein Sandwich. Dann sieht das wieder gut aus. Rührei. Perfekt. So. Ja, dann gehen wir mal gucken, was hier unten ist. Wir haben zwar die Axt jetzt noch nicht so gut repariert, aber ich denke, dass das erstmal so passt. Damit wir dann... Jo. Also solange die Spitzhacke eben halt ja repariert ist, ist das erstmal okay. Aber vielleicht haben wir ja wirklich Glück und wir finden da jetzt dann demnächst endlich mal nochmal ein neues Portal, dass wir da weiterkommen. Dann brauchen wir auf alle Fälle mal Bienenstöcke. Also wenn wir das nächste Mal jemanden, so einen Bestien-Typi finden oder was, sollten wir mal gucken, dass wir uns eins herstellen. Da ist auf alle Fälle Licht, ne? Das ist dieser Lichtkegel gewesen. Aber hier ist nur so ein großes Ding. Deswegen, ich laufe jetzt einfach mal weiter, weil ich habe jetzt gerade kein Interesse daran zu kämpfen, ne? Da ist nochmal sowas wie ein kleines Labor, aber das ist auch kaputt. Nee. Ganz unschön. Ganz, ganz unschön. Ganz unschön. Das ist nicht gut. So. Ja, ja. Oh je. Da ist nochmal mit mit Leuchten. Okay, weißt du was? Da könnten wir eigentlich mal gucken. Aber hier, wir brauchen ja eh Fleisch, ne? Dann sollten wir vielleicht doch mal schauen. So, hier ist zwar eigentlich... Ja, eigentlich ist hier so wie so ein kleines Schutzräumchen gewesen. Aber ich sag mal, im Prinzip brauchen wir das jetzt so ja eigentlich nicht. Du kannst ja eh nicht schlafen. Also das ist tatsächlich was, das funktioniert irgendwie nicht. Warum auch immer. Aber schlafen ist nicht. Das geht leider irgendwie nicht, warum auch immer man das so gemacht hat. Dass man sich nicht irgendwie im Bett ausruhen kann oder sowas oder mal eine Nacht überschlafen, weil die Nacht ja dann doch recht gefährlich ist und dann, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Jetzt. Genau. So. Dann gehen wir weiter gucken. Das ist so ein Wurmnest. Darauf habe ich jetzt auch keine Lust. Hier ist eine große Wüste. Jetzt wird es auch ein bisschen dunkel, ne? Oh, das wird wehtun. Autschi. Ah, guck mal, hier ist... Okay, hier ist nichts. Da ist auf alle Fälle Kupfer. Das ist schön. Und da oben ist nochmal so ein Häuschen. Das ist auch in Ordnung. So, da kommt jetzt ein Bärchen. Au, shit, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ah, gut, jetzt ist besser. So, genau. Das Moder will ich eigentlich nicht mitnehmen. Ja, und jetzt stehe ich hier natürlich, ne, mit Wind im Haar und kann irgendwie überhaupt nicht groß was machen, ne? Ist nicht so cool. Wie sieht es so mit Fackeln aus? Fackeln herstellen? Naja, ist auch recht wenig, ne? Ach, guck mal, hier ist ein Bestientypi. Das ist gut. Uah. Okay. Jetzt gucken wir mal, dass wir so ein bisschen auf dem Weg bleiben. Ach, schau mal, da sind wir doch schon mal. Das ist doch schon mal gut. So, dann gucken wir mal, ob der zufälligerweise eventuell ein Pony dabei hat. Küken? Nee. Babypferd. Und was ist das? Noch ein Babypferd. Oh, von mir aus nehmen wir beide. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld. So, Farmwerkzeuge, das ist auch nett. Ich habe nicht genug Nektar. Okay, wir brauchen also noch mehr Nektar. Alles klar. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwo hier so ein bisschen Nektar finden. Gut, hier in der Wüste wird es wahrscheinlich nicht unbedingt möglich sein. Aber wir gucken gleich mal hier rum, ob wir da nicht die Möglichkeit haben. Guck mal, da ist schon mal ein Nektar. Und ich sag mal, wenn du einen Bienenstock hast, dann ist der zweite auch nicht mehr allzu weit weg.
Oh, es ist ganz schön laut, ne? Es tut mir leid. Oh, ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. Weil du ja im Prinzip die Bienen, die stellen ja den Nektar her, ne? Das sollte dann eigentlich ganz gut gehen. So, jetzt gucke ich mal, ob wir hier irgendwo nochmal einen Nektar haben. Jetzt haben wir hier erstmal einen Hund und da ist noch ein Bär. Okay, seht ihr das eigentlich? Ich weiß gar nicht, auf meinem anderen Bildschirm würde ich es tatsächlich erkennen. Jetzt habe ich ihn nicht getroffen, ne, den Hund. Da ist noch ein Hund. So, jetzt habe ich getroffen. Okay, so. Da ist nochmal so ein Goblin. Da ist nochmal so ein Typ, den ich umhauen möchte. So. Guck ich mal. Also, pass mal auf, wir machen jetzt hier erstmal. Wir machen mal das und das. So, dann machen wir nochmal das. Dann kämpfen wir hier nämlich nochmal ein bisschen, ne? So, pass mal auf. Das tun wir hier durchstoßen. Das ist immer ganz praktisch mit den Speeren. So. Genau, perfetto. So, das nehmen wir natürlich mit. Das nehmen wir auch mit. Ich weiß nicht, Schnee und Eisblöcke finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so. Ich weiß nicht, was ich mit so einem. Du kannst halt so richtige Schneewelten oder sowas kannst du zwar bauen, aber. Ach ja, weiß ich nicht. So, 5, das brauche ich, ne? Brauche ich das jetzt noch? Oder brauche ich es nicht mehr? Doch, ne? Für die Impfung brauche ich das. Alles gut. So, wir brauchen aber noch einmal Nektar. Einmal Nektar. Da unten. Da ist unser Nektar. So, jetzt haben wir das gefunden. Und jetzt können wir uns dann bei dem Händler nämlich den Bienenstock kaufen. Oder herstellen. Und dann können wir Nektar herstellen. Selber machen lassen. Das ist gut. Ja, ich habe dich auch gesehen. So. Oh Mann. Ach ja, so geht das. Perfekt. Guck, dann sind wir nämlich da und können dann über den Händler das Ding herstellen. So, da ist ein Böser gewesen. Habt ihr den gesehen links? Den werden wir jetzt dann gleich mal uns zu Genüge führen. Komm her, du kleines Etwas. Oh, da sind auch Löwen und sowas. Das sieht gerade richtig gefährlich aus, ne? So. Geht doch. Relativ simpel, würde ich sagen, ne? Relativ simpel. Au, jetzt bin ich trotzdem durchgelaufen. So einfach und trotzdem läuft sie durch. Ach ja, schönes Ding, ne? So. Okay, ach, jetzt habe ich immer noch kein neues Portal entdeckt, ne? Vielleicht hier in dem Bereich, wobei das schon sehr nah dran wäre. Wir könnten mal versuchen, so ein bisschen hier über den Bereich, über das infizierte Dorf zu laufen. Und dann eben halt Glück vielleicht irgendwie in einem Portal nochmal zu finden. Und auch noch viele andere Dinge. Mal gucken, ne? Wir haben ja gesagt, ne, so unterwegs, wenn irgendwo was rumsteht mit Einsammeln, ne, so gerade die Amboss. Ich habe tatsächlich vergessen, wo der steht, das tut mir voll leid. Aber da werde ich dann nochmal, das nächste Mal, wenn ich einen sehe, nehme ich einen mit. Oh, da ist noch eine Kiste, siehst du? Die habe ich jetzt tatsächlich auch nicht so ganz mitgenommen. So, dann gucken wir mal hier ein bisschen. Diese Hunde, die nerven so. Dankeschön. Dann noch mal ein bisschen was an. Oh! Okay. Au. So, Glück gehabt, dass die ganzen Bäume dazwischen standen. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber wenn hier eine Goblin. Ah, guck mal, ne? Die haben hier tatsächlich dann auch eine Truhe beschützt. Sehr schön.
viele Gegner in der Nacht. So, dann gucken wir mal, ob wir irgendwas essen können. So, genau. So, jetzt geht es uns ein bisschen besser. Achso, können wir die Truhe eigentlich mitnehmen, oder? Weil so voll... Ja, die haben wir auch schon einmal. Dann ist doch gut, dann nehmen wir sie einfach mit. So, da ist auf alle Fälle Licht. Und da ist wieder so ein Schatztypi. Irgendwann kommt die Zeit, ne? Schade, jetzt habe ich ihn gar nicht mehr gesehen. Jetzt seht ihr wahrscheinlich auch nichts. Oh, Kira, das war keine gute Idee. Uiuiuiui, setz mal bitte irgendwo ein Licht, Mensch. Es ist ja so duster. Eieiei, der hat sich da gerade ausgeruht und hat ein bisschen was verloren. Ah, Kämpfe in der Nacht, ne? Das ist, kann schon sehr anstrengend sein, muss ich gestehen. Hier ist dann noch das nächste Dorf. Aber da gibt es dann auch relativ... Da hinten ist so ein Vieh. Das will ich jetzt eigentlich nicht. Oh. Jetzt werde ich mal ein Schmerzmittel nehmen. Und nochmal was essen. Jetzt ist der Schatztypi weg, ne? Ach, schade. Ah doch, nee, warte mal. Hier ist eine Spur. Aus Münzen. Aber schön, dass es jetzt wieder heller wird. Und hier ist ein Goblin, der gerade Wunderbärchen hier herstellt. Aber das ist auch nicht das, was ich jetzt gern sehen würde. Au! So, dann holen wir dich mal noch. Machen wir dich kaputt. Ja, weg ist der Schatzkerl. Na toll. Hier ist Kupfer. Das ist zwar ganz schön, aber Kupfer jetzt gerade. Ich hätte lieber Eisen. Naja, auch noch wählerisch sein, ne? So, schade. Jetzt ist er tatsächlich weg, ne? Blöd. Naja, den finden wir dann schon wieder. Gut. So, das Dorf würde ich jetzt eigentlich nicht so unbedingt gerade ausrauben wollen. Das nehmen wir uns, holen wir uns das Viech hier mal. Naja. Genau, das ist auch gut. Da ist nochmal ein bisschen Kupfer. Da ist irgendwie Erde. Hier sind noch mehr Leute. Gucke ich mal, dass ich hier so ein bisschen durchkomme. Na komm, dann holen wir uns das Kupfer halt doch kurz, ne? Zumindest das hier. Schadet ja nichts, ne? Also man nicht alles gebrauchen kann, von daher ist das dann schon in Ordnung. Ah, gucke mal. Oh, da war tatsächlich mal eine Steinwand. Oh, da ist er ja. Unser Schatztypi. Guck mal, dann haben wir das ja jetzt doch tatsächlich. Jetzt muss ich das mal essen, weil ich habe irgendwie Herzensangelegenheiten. Oh. Ah, guck mal. Cool. Oh, cool. Oh, cool. Das ist ja schön. Warte mal, die Knochen will ich nicht gerade. Die Steinpfeile will ich jetzt nicht. Jetzt will ich erstmal gucken, was habe ich denn jetzt hier? Oh, Rindfleisch. Okay, das ist cool. So, jetzt sind wir hier einmal quer durch die ganze Walachei gelatscht. Haben wir denn sonst noch irgendwas Schönes? Also gut, die Wand, das ist zwar mega cool. Aber jetzt gerade der Nektar, den finde ich tatsächlich fast noch ein bisschen wichtiger. Die Wände kann man sich dann nochmal holen. Hier ist nochmal ein Ofen. Ach ja. So, dann haben wir jetzt eine ganze Menge... Oh! Ist da jetzt noch eine Stadt? Echt jetzt? Ja, wie geil! Ja, guck hier mal! Ja, guck hier mal! Das ist ja toll! Ah, das finde ich ja super, ne? Das ist ja cool. Hier ist noch eine Stadt. Dann haben... Naja, wir haben ein Portal gesucht, wir haben ein Portal gefunden, ne? Also, ja. Praktisch. Sehr genial. Sehr genial. Noch mehr Platz, um Geld auszugeben. Oh, guckt euch die Sachen an. Oh, wie schön. So, Portal aktivieren machen wir schon mal. Und
Dann haben wir das jetzt dann. Ja, alles gut, aber will ich jetzt nicht. Ich will mich noch mal ein bisschen im Dorf umschauen. Ja, cool. Das ist ja richtig genial. Das finde ich total schön. Hier haben wir den Typi, der verkauft einen Schaukelstuhl. Und ach, herrlich. Aber ich habe halt einfach kein Geld, ne? Oh, das ist auch cool. Haben wir noch mal genug Geld für einen... Nee, uns fehlt der Nektar. Okay. Was haben wir hier gerade? Küken, Babykalb. Das ist auch gut. Oh, ich habe sogar genug... ich bräuchte bloß mal eben... Ich muss irgendwas wegtun. Ah, guck mal, wir machen mal das da weg. Das ist mir jetzt nicht ganz so wichtig. Aber schau mal, wie schön man das dann machen kann, ne? Wenn man die Möglichkeit hat, das so ein bisschen herzurichten, so richtige kleine Wohnungen zu machen. Ah, das könnte hier sogar wie sowas wie so ein Wohnheim sein, wo eben halt mehrere Leute drin schlafen können. Achso, hier muss ich das echt kaputt machen, oder was? Sammelgegenstand erhalten. Okay, es tut mir leid, ich wollte das nicht kaputt machen. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht sauer. Oh ja, das ist auch sehr cool. Oh nein, das ist uncool. Eure Basis wird angegriffen. Nein! Ja, cool. Ich freue mich riesig, ne? Die wollen Schmetterlinge haben. Das kannst du mit so einem Kerscher machen. Ich glaube, den haben wir noch nicht, ne? Den müssen wir erst noch herstellen. Soll aber auch kein Problem sein. Das kriegen wir dann alles hin, ne? So richtige kleine Wohnheime. Das ist auch sehr schön gemacht. Ach, guck mal hier. Hier können wir das geben. Dann haben wir jetzt so ein Verteidigungsding. Warte mal, das machen wir mal kurz weg. Okay, so. Und jetzt können wir das nämlich wieder mitnehmen. Für die Replikanten, ne? Können wir damit ausstatten. Ach cool, schön, das freut mich richtig, dass wir hier so ein großes Dorf haben. Ganz klasse, mit jemandem, der Möbel verkauft und Werkzeuge. Praktisch. So, jetzt gehen wir da mal zurück, weil wir ja eine Invasion erwarten. Goblins. So, müssen eh dann die Taschen leeren, ne? Und gucken wir gleich mal. So, guck mal, wir machen mal hier erstmal die einfache Reparatur. So, und da auch nochmal. So, perfekt. Ne, das andere, das können wir alles noch so lassen, wie es ist. Pferdefleisch. Wie gemein. Aber es soll echt gut sein. Ich würde es niemals essen. Niemals. Nie nicht. Nein, nein, nein. So. Also, dann machen wir hier unten mal Gemüse. Schmeiße ich da jetzt mal rein. Hier mache ich das ganze Fleisch rein. Da kommt definitiv noch mehr, glaube ich. Die Fische kann man dann auch mit dazu machen. Die Wildschweindrüse müssen wir essen, damit wir den Eberkönig... Aber wir haben keine Dingsbums hier, keine ach, Halsbänder. Was ich nicht verstehe, ist, die kommen nicht hierher. Ist das denen zu weit weg oder was? Dann müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann ein bisschen anders organisieren. Soll ja eh alles nochmal ein bisschen schicker gemacht werden. Ne? Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wollen wir das komplett wirklich alles Schritt für Schritt zusammen machen? Dass ich eben halt nur die Ressourcenbeschaffung so ein Stück weit immer mal wieder alleine mache, ne? So Steine abbauen und sowas. Ne? Oder wollt ihr wirklich alles mitbekommen? Was natürlich auch vollkommen in Ordnung ist. Ja, nicht ist, vollkommen machbar. Dann warte ich natürlich mit allem. So, warte mal, wo wollte ich denn jetzt gerade? Da ist Nektar, Pilze, Eier. Das werde ich auch mal noch einsortieren. Genau. Das sind nämlich die Sachen, die dann unten reinkommen. So, der Bienenstock, das ist, machen wir jetzt dann auch gleich mal. Halt, stopp. Die Tür, das Bett, den Steinboden, das packen wir jetzt erstmal alles hier rein. Hier werde ich mal ein paar Hühner mehr machen, dass wir ein paar Hühnerschenkel bekommen, so gemein das auch klingt. So, da können wir das noch mit dazu packen. Also, da kommt das Fleisch rein, das kommt hier dann halt dieses Zeug rein. Die Eier und der Nektar, ne? Und dann kommt bei dem anderen, dann nimmt halt der Fisch mit dazu. So, und jetzt bräuchte ich aber eigentlich für das Pony, brauche ich abgetrennte Bereiche. Das ist bloß die Frage. Hier ist jetzt gerade, ich mache mir mal schnell einen neuen Zaun, ne?
Das ist ja jetzt nicht so dramatisch, denke ich. Komm, 13 und dann machen wir hier mal noch zwei Holztüren. Dann komme ich da ganz gut rein. Ach Mist, das mit der Basis habe ich jetzt total verpeilt. So, Goblins kloppen sich in der Nähe deiner Basis. Okay, sollen sie mal machen, ist in Ordnung. Oh, jetzt habe ich Quatsch gemacht. So, jetzt will ich hier bloß mal eben meine Ponys hinpacken. So, einmal. Und dann, was ist das jetzt? Babypferd. Und da ist nochmal ein Babypferd, genau. Ah ja, immerhin ein braunes, ne? Die lassen wir da jetzt mal. Und dann kloppen wir uns noch schnell mit den Goblins. Ich will mitkloppen! Klopp, klopp. Oha. Der hat aber schon viel gemacht. Hallo, 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 hallo. Das ist aber nicht nett. Nee, 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 das will ich nicht. Hört mal auf. Hier wird nichts gebaut. Das geht gar nicht. Au. Das geht gar nicht. So, müssen wir das alles wieder abbauen. Und dann, ja, bedanke ich mich schon mal ganz herzlich bei euch. Für heute soll es erstmal gewesen sein. Ja, wir haben heute nicht ganz so viel gemacht. Das ist schon richtig. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denn gerne so ein bisschen noch mehr erkunden wollt, wo wir tatsächlich so in der nächsten Zukunft hinkommen sollen. Dann gucke ich mal, dass ich das einrichte, wie das eben halt mit dem Bauen ist und sowas, ne? Ob wir das alles komplett gemeinsam machen oder ich so immer so ein bisschen Stück für Stück, auch gerne mal zwischen den Folgen. Gut, Ressourcenbeschaffung mache ich wahrscheinlich so oder so zwischen den Folgen, aber das Aufbauen halt, weil dann ja doch sehr viel Zeit damit verloren geht, ne? Durch das Aufbauen, das Befassen. Ich glaube, ich muss mir auch nochmal Gedanken machen wegen dem Lager, ob man da nicht doch irgendwie zwischen der Basis hier und dem Dörfchen drüben so ein großes Zwischenlager macht mit den ganzen Kisten. Muss ich mal gucken. Aber schreibt mir eure Meinung gerne, ne? Genau. Und dann wünsche ich euch jetzt alles Gute. Bleibt gesund und munter. Und dann, ja, freue ich mich auf die nächste Folge. Macht's gut. Bis dann. Und ciao, ciao.